Ja, gut, ein bisschen schon, ne? Weil man hat sich ja schon, oh, wie früher schon ein bisschen angelebt, aber es dauert immer eine gewisse Zeit, bis man wieder die Strecken wieder alle hundertprozentig, statt 99%ig nur weiß, wie die sind. Das kann immer ein bisschen dauern. So, durch die Ziellinie. Yeah. Und auch diesen Sprint haben wir gemeistert. So, Speichervorgang ist abgeschlossen. Und wir haben ein Tuning-Teil, aber ich kann's nicht öffnen. Scheiße. Ich kann's nicht öffnen, Leute. Vielleicht mache ich das einfach mal beim nächsten Mal irgendwann. Bei der nächsten Aufnahmesession. Weil ich kann es jetzt momentan nicht öffnen. Und ich kann es wahrscheinlich erst dann wieder öffnen, wenn ich das Spiel nochmal neu starte. Aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Oh, guckt mal da. Wieder ein neuer Shop. Richtig geil. Für Spezial-Tuning-Teile. Drift. Bei 0,3 Kilometer nur. Ey, das ist ja spotten wenig. So, und jetzt können wir mit denen schon ein bisschen besser driften, weil der ja auch ein bisschen mehr Schmackes unter der Haube hat. Ja, das läuft schon besser. Ist zwar nicht perfekt, weil in der Kurve der Motor ein bisschen runter geht, aber grundsätzlich reicht's. Oh Gott. Mein Bester ist mit 6000 noch etwas. Den habe ich jetzt schon wieder gebrochen. Zumindest was hier auf dieser Strecke angeht. Wow, 47.480. Mit 4.177 ist das schon etwas wenig. So. Machen wir einfach mal weiter, ne? Schauen wir mal. Ach, jetzt. Ach so, ja, stimmt ja, weil wenn solche Spezialevents kommen, dann kriegt man das immer so, ne? Ach, diese ganzen Sachen haben wir alles bekommen. Ah, scheiße. Aufgepasst, die Talentsucher vom Nein! Turbo-Magazin sind hier. Nein! Ich kann es nicht mehr öffnen. Super. Egal. Oh, da ist Geld. Money! Wir haben Money gefunden. So, da ist noch ein Drift. Drift. Oh yeah. Oh ja. Das ist ziemlich gut gewesen. Oh Gott. Oh, aber wir haben es trotzdem noch bekommen, lol. What the fuck? Obwohl ich angefahren bin. Oh Gott, nein! Das waren fast 30.000. Oh Gott, das musst du mal mit den Kübler mal hinschaffen, ey. Hinkriegen. Die Motorleistung, ne? Ich will ja nichts sagen, aber die ist sowas am Arsch bei den Wagen. Ach ja, 12.175, die werden schon ein bisschen besser. Oh ja.
Aber mach mal weiter. Oh Gott. Wieder ein neues Tuning-Teil. Und ich kann es nicht nachgucken. Weil immer noch nicht die DLC funktioniert. Ich kann nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich mein Profil nochmal neu lade. Vielleicht ist ja das irgendwie ein Problem auch. Ach, von Marc. Guckt mal, Leute, ne? Marc hat mir eine SMS hier in Need for Speed geschrieben. Nee, Spaß. Das ist ein anderer Marc. Nicht der Marc von meinen Let's Plays, ja? Ach ja. Das war jetzt mal ein lustiger Gag. Oh Gott, 79. Yo. Läuft. Wenn wir ein bisschen Speed aufbauen und dann bei der Kurve so richtig schön rauslassen. Ja, das hat ganz viel gebracht, aber ey, wir haben über 28.000. Okay, über 30.000. Der war gut. Wieder 11.000 verdient. Ja, 42.000, ist nicht so wenig. Aber guck mal, 6.000, die sind schon wieder ein bisschen runtergedrosselt, aber dafür sind alle ziemlich bei 6.000. Manche werden stärker, manche werden ein bisschen schwächer. Mal gucken. Wieder ein Tuning-Teil, das gibt's doch nicht. Hä? Spinne ich schon oder werden die ganzen Rennteile hier nicht mehr angezeigt? Ah, jetzt ist wieder was da. Okay. Moment mal, wir können einfach mal gucken, ob es wieder was zu tunen gibt. Denn jetzt haben wir wieder ordentlich Kohle, ne? Das können wir einfach mal hier gucken. Also Motor hätten wir noch zum Einbauen. Na komm. So. Das haben wir ja schon eingebaut. Stufe 2 ist sicherlich noch nicht verfügbar. Was haben wir hier? Getriebe. Bringt sich eigentlich nicht so viel. Lass mal ganz kurz. Schauen wir mal. Ja, das kann man alles noch nicht einbauen. Fahrwerk haben wir ja auch schon. Von denen haben wir nur noch Getriebe zum Einbauen. Jo, dann gehen wir wieder zurück. Würde ich sagen. Und habe ich euch schon erzählt, die Taste geht immer noch nicht. Geht nicht. Ich kann immer noch nicht öffnen. Cool. Wow. Meine Güte, was ist denn hier los? Sternchen ist ein bisschen blöd zu machen, wenn ich die Karte nicht aufrufen kann.
Sollen wir diesen Drag probieren? Na komm, wir haben eigentlich maximal Leistung, von denen ja kann nichts passieren, ne? Außer wenn wir scheiße fahren. So, ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Denn Drag ist nicht so leicht. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Und wir sind durch. Perfekt, beim ersten Lauf. Oh, was? Nur drei? Warum waren da nur drei? Normalerweise sind es immer mindestens vier dabei. Entweder buggt das Spiel jetzt schon so extrem, dass die ganzen Spieler nicht mehr richtig auch funktionieren. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist schon ein bisschen mysteriös, warum da nur drei waren. Also drei, ne? Also zu dritt hier gefahren sind. Normalerweise sind wir immer zu viert. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da ist ein URL, aber ich möchte hier mal ein bisschen mehr auf Geld Ausschau halten, weil hier sind ja auch öfters mal welches. Hier ist zum Beispiel eins. Hier ist nix. Ich glaube, hier soll... Da. So. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wir fahren einfach mal dieses URL. Halten wir ihn ein! Ihr meint doch nicht mich oder was, ne? Ich werde euch fertig machen. Yeah. Es geht schon mal gut los. Ich liebe eigentlich URL-Rennen. Das Nervigste bei URL-Rennen sind immer nur, wenn scheiß Strecken sind und vor allem auch noch ganz viele Runden. Das ist ganz scheiße. Sowas finde ich richtig kacke. Wenn es wenig Runden sind und eine richtig gute Strecke, also so, dass es so schnell wie möglich vorbei ist, dann finde ich super. Nee, es ist wirklich in Ordnung, URL, also... Ist eigentlich wie ein Rundkurs, nur dass bis zu 6 da mitfahren. Beziehungsweise fahren auch 6 mit, immer. Und es gibt immer ein neues Auto, ich glaube ein bisschen mehr Cash und so gibt's. Einfach mal schauen, was es so bringt. Auf jeden Fall sind wir ja schon in der zweiten von vierten Runde. Oh Gott. Oh mein Gott. Es geht aber ziemlich gut, muss ich sagen, jetzt hier, ne? So ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Yeah. So. Auf jeden Fall, wenn wir nach unser Finalwagen haben, also mein Nissan, dann werde ich den natürlich auch in der Test ein bisschen herumschrauben. Zwecks wegen den ganzen Einstellungen werde ich ein bisschen so einstellen.
Und man kann ja noch bei der Teststrecke, da kann man auch nochmal ein bisschen genauer alles einstellen, wie soll der Wagen liegen, soll er tiefer liegen oder so. Man kann es alles noch ein bisschen genauer einstellen und auch die Turbolade-Einstellungen von Chip und alles Mögliche. Da werde ich alles auch ein bisschen einstellen, werde dann gucken, wo kriege ich am meisten Leistung raus. Und dann werde ich auch ein bisschen so testen, bin ich jetzt schneller geworden oder macht es mich fast nur langsamer. Da werde ich noch ein bisschen... Oh, 1100. Das ist ja richtig viel Kohle. Du hast da draußen ein großes Feuerwerk gestartet, aber das war nur ein Vorgeschmack. Nur wer gewinnt, bleibt dabei. Du fällst den Leuten auf, aber das muss nicht immer gut sein. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast einen neuen Wagen eingesackt. Hast wohl die Sponsoren beeindruckt. Beim Autohändler wartet eine Auswahl auf dich. Die Adresse findest du auf deiner Karte. Ciao. Ja, wir haben einen neuen Wagen freigeschalten. Und manche sind ein bisschen, aber nur ein bisschen sauer auf mich, weil ich hier bin. Jetzt machen wir einfach mal Street X Rennen hier, weil ich sonst nichts zu tun habe gerade. Und dann gucke ich, dass ich die Folge langsam dann auch beende, beziehungsweise das eigentlich beende mit meiner Aufnahmesession. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich noch ein paar Rennen. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall will ich nicht mehr so lange aufnehmen. Oh, jetzt wäre ich fast dagegen gefahren. Ich werde heute nur noch Need for Speed rennen und dann werde ich eigentlich gar nichts mehr machen. Nee, glaube ich nicht. Aber es war super ausgefahren, die Kurve, muss ich schon sagen. Ey, super. Nee, ich werde einfach in meinen Tagen ein bisschen dann noch ein bisschen chillen. Wir haben, glaube ich, schon so über 20 Uhr oder so. Aber egal. Oh Gott. Ach so, und für diejenigen, die es interessiert, ich bekomme jetzt bald, ich weiß noch nicht wann, aber ich bekomme schon sehr bald ein neues Intro. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das wird. So, ich mache hier einfach mal schnell Durchlauf weiter. Ich weiß noch nicht, wie das neue Intro wird, aber ich sag mal so, es wird kommen. Ja, es wird auf jeden Fall kommen. So, was haben wir denn hier jetzt alles? So, jetzt muss ich auf zurückklicken, weil sonst da das hier zurück. Okay, das hier zurück. Ja, das sind nur die Informationen, das ist auch egal. Huthauben. Okay. Information kann ich wegklicken. Sponsorensymbole. Okay. Die Reporter von Sport Compact Car sind heute mit einem heißen Model da, das sich auf der Haube des Siegers räkelt. Ansporn genug? Nee. Doch, natürlich. Aber das mache ich noch nicht jetzt. Wir fahren auf ein URL. So Leute, jetzt werde ich euch einheizen. Ich heiz euch ein. Oh, das ist eine Scheißstrecke, weil die hat so eine Kurve hier drin. Nee, das geht doch nicht. Das geht echt nicht. Mann! Die Kurve ist geil, aber die ganz kleine, die ist blöd. So.
Die ist auch ziemlich geil gewesen. So. Oh Gott, das war viel zu schnell. Oh Mann. Aber die Plakate da, ne? Die sehen auch richtig geil aus. Muss ich mal sagen. Vor allem, ich habe ja auch nicht nachgeguckt, wie viel das auf meiner Festplatte überhaupt noch frei ist. Nicht, dass jetzt auf einmal die Aufnahme ausgeht. Das wäre ganz blöd. Das wäre so der Oberhammer. Aber ich glaube nicht, da kann ich schon 3 Stunden sicherlich fast aufnehmen. Obwohl, nicht ganz, vielleicht 2 Stunden noch etwas. Aber das ist, glaube ich, wirklich schon ans Limit. Also muss ich gucken, dass ich nicht zu lange jetzt aufnehme. Nicht, dass ich jetzt die Zeit vergesse und dann immer weiter und weiter aufnehme und dabei bricht irgendwann mal die Aufnahme ab und ich spiele trotzdem noch weiter. Das wäre ganz fatal. Aber ich habe so extrem viel von TechCraft. Die muss ich jetzt nach und nach fertig rendern. Na, dann kann ich die großen Fraps-Dateien ja auch löschen. Dann ist die Platte auch wieder ein bisschen freundlicher zu mir. Sagen wir mal so, für aufnahmetechnisch her. Denn sonst wird die ja voll und dann sagt sie nein. Ich will nicht mehr. So. Boah, krass, wie schnell es jetzt sind. Oh Gott. Okay. Okay. Ich denke, nach diesem URL, dann werde ich auch wirklich beenden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiterfahren muss. Nee, muss ich nicht. Okay. Sehr gut. Oh, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Das ist auch ganz gut immer für die Aufnahme. Einfach ans Mikro touchen, ne? Das ist auch sehr, sehr gut. So, dann würde ich auch sagen, mache ich von denen her einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so ein Video ist mit ca. 5 Minuten oder so, ne? Dass ich dann wieder was dranhängen muss. Aber wenn nicht, dann sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.